Mittlerweile sollten eigentlich fast alle wissen, dass Fortnite seit langem nicht mehr nur aus Battle Royale besteht. Und gerade mit dem Release von Creative 2.0 wurden die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt. Legenden-Maps wie The Pit, Box PvP oder auch Tilted Zone was releasen und ließen Fortnite erneut aufleuchten. Aber seit dem Release von Creative 2.0 sind natürlich nicht nur diese Legenden-Maps erschienen, sondern auch ein Haufen Scheiß-Maps. Und ja, Jungs, guess what? Genau diese Maps werden wir uns heute angucken. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und tragt für den maximalen Support gerne den Creator-Code Bruno Ferdi im Fortnite-Item-Shop an. Okay, Leute, da sind wir in Game und ich suche jetzt erstmal ein paar Maps, die wir testen können, die jetzt nicht so gut aussehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die erste habe. Digga, was ist bitte Tropical Paradise Party Royale, Junge? Okay, wir spielen das, wir testen das. Okay, wir sind in der Map. Okay, und was macht man hier jetzt, wenn ich fragen darf? Okay, hier gibt's schon mal einen VIP-Raum, wie gefühlt auf jeder anderen 0815 Party Royale Map. Hä, und wo soll hier jetzt der Sinn sein, wenn es noch nicht mal einen Voice-Chat gibt, Digga? Tropical Paradise. Hey, ich glaube, ich habe noch nie eine sinnlosere Map gesehen, glaube ich. Okay, warte, da hinten gibt es einen Bühnenbereich. Boah, Alter, ich fühle es gerade richtig. Hey, man kann halt literally nichts machen, ne? Hey, was ist das für eine Map, Digga? What the fuck? Oh, warte, Foto Royale, hier gibt es einen Rift. Hey, wo bin ich? Ach so, hier. Ja, und was kann man hier jetzt machen? Birthday Party? Image coming soon, perfekt, Digga. Happy Birthday, danke. Boah, ist ja richtig Stimmung hier, Alter, nice. Hey Bro, was mache ich hier? Okay, was gibt's hier noch? Wieder Image coming soon, Digga. What the fuck? Hey, und hier sind random Character. Ach, nee, komm, nee, das war auch schon wieder genug. Okay, hier gibt's noch Vollgeist-Insel, bin ich mal gespannt. Lass mal vielleicht Vollgeist Escape Room spielen, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Let's go. Was muss ich machen? Hier, hallo? Okay. 100 Days in Military mit so einem Mr. Beast Fortnite Thumbnail. Digga, was ist das? Wir testen es. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen auf Spieler warten. Okay, es beginnt endlich. Let's go. Okay, was okay, wir haben erstmal so eine gruselige Ansicht irgendwie. Hello soldiers. Hope you are well. Survive the next 100 days and you will be heroes. But first, let me work on opening the doors. Alter, hä, das ist gar nicht so bad, hä? Hä, das ist for real not bad eigentlich bis jetzt. Okay, ich könnte mir jetzt eine Pumpkin kaufen, genau, Diggi. Ich könnte mir jetzt eine Pumpkin kaufen. Ich muss jetzt auf den Kollegen warten, dass er mir die Türen aufmacht. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall durch die Türen gehen. Hä, das ist not bad eigentlich, ne? Das ist wirklich not bad. Day completed. Oha, wir haben schon einen Tag. Let's go. Es ist wirklich nicht schlecht bis jetzt. Es macht jetzt keinen Spaß, aber so vom Ding her ist es nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Okay, ich würde sagen, wir machen noch die Welle und dann geht's weiter, würde ich sagen. Okay, ich unlock uns die nächste Tür, Jungs. Ja, Bro, es geht halt die ganze Zeit so weiter, ne? Okay, das ist doch. Ja, oh ja, okay, das war's. Ich lass mal ein Like da, aber so krass ist jetzt auch nicht. Deswegen, ja, ich würde sagen, es geht weiter mit der nächsten Map. Digga, ich habe hier gerade so eine Ohio Box Files Map gefunden. Okay, das testen wir aus. Okay, wir sind schon drin, aber es ist kein anderer drin. Perfekt. Ja, perfekt, Digga. Was soll ich hier jetzt machen ohne Spieler? Hä? Ich kann hier jetzt halt, no joke, nichts machen eigentlich. Außer ein bisschen freebuilden, aber... Oder ja, auch das nicht. Also, wenn keine Spieler drauf sind, hat man halt verloren, ne? Also, Bro, keine Ahnung. Diese Map bekommt von mir 0 von 5 Sternen. No fucking way gibt es AFD Zone Wars, Digga. Okay, ich bin schon mal in der Perspective stuck. Ah, ne, ich kann jetzt spectaten. Okay, let's go AFD Zone Wars, Digga. Bro, was ist das für eine Musik, Junge? Das ist krass. Das ist wirklich crazy, diese Map. Cracked. Dead. What the fuck, Alter? Nein! Oh mein Gott. Bro, was sind das für Sounds, Junge? Digga, das ist doch von diesem Heute-Show-Meme da. Ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen! Niemand geht an meinen Schnitzel! Okay, let's go, zweite Runde. Anna Dash? No. Digga, hier ist so eine Aim-Edit-Peace-Map, aber so ein... Mit so einem Patrick, Digga. Oh, oh, ist von Kartu, upsie. Gott, ich bin so scheiße dumm. Yes. Es wird wirklich immer besser, ne? Jetzt hier Talahun Zone Wars, Junge. Let's go. Bro, ich hoffe, dieses Lied ist nicht copyrighted, Junge. Ja, ist doch eine chillige Map, würde ich sagen. Und es ist gerade original niemand drauf. Perfekt. Hey, da standen doch 4 Spieler. Bin ich dumm? Ja. Warte, ich gehe mal kurz an Zone drauf. Vielleicht komme ich dann in eine gefüllte Lobby. Okay, warte, vielleicht geht's ja jetzt. Okay, perfekt. Immer noch nicht.
Okay, warte, was ist FPS Cam 1? Das sieht aus wie so ein Ego-Perspektiven-Shit in Fortnite. Aber wir gucken mal. Wie ihr seht, waren auf der Map gar keine Spieler, weswegen ich mir dann einen Freund ranholen musste. Und ja, jetzt geht's einfach weiter. Und ja, wir werden die Map jetzt kurz testen, weil es sind halt keine Spieler drauf. Perfekt. Let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt schon mal auf der Map drauf. Digga, die haben halt sogar die Grafik und so angepasst. Das ist halt crazy. Okay, let's go. Ich muss mir jetzt ein Loadout auswählen. Ich nehme mal Suppressed genau. Ah! Man muss Q drücken. Ah, okay, ja. Das sieht krass aus, muss man sagen, mit der Pistole und so. Warte. Tactical Pistol, das sieht krass aus. Oh, weg mit dir, Digga. Shit on. Digga, ich fühle mich wie in diesem neuen Bodycam-Spiel da, was geleakt wird. Okay, Leute, bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, die Map. Nur, keine Ahnung, sind halt sehr wenige Spieler drauf. Und die Ego-Perspektive sieht jetzt auch nicht so krass aus, nur mit Pistols halt so ein bisschen. Okay, Leute, das soll es eigentlich auch von der Map gewesen sein. Ich feiere es eigentlich relativ. Strike at Tilted sieht jetzt nicht so aus, als würde das in ein Spiel ab 12 gehören. Ich würde sagen, wir testen das mal aus. Okay, nur Interesse halber. Wir gucken mal. Okay, wir sind schon mal drin. Oha, okay, die Grafik sieht schon mal krass aus. Warte, ist der Dude jetzt in meinem Team? Ja, okay. Oh mein Gott, wer ist er? Oh, Helikopter? Helikopter! Okay, also irgendwie finde ich halt keine Gegner. Okay, da sind übelst viele. Okay. Okay, da hinter den Metal Walls sind welche. Ja, okay. Okay, einen haben wir schon mal. Nice. Einer auch dead noch. Und der letzte auch. Let's go. Bro, ich habe jetzt schon viel zu viel Spaß bei der Map, ne? Dafür, dass das ein Kriegssimulator ist, Junge. Oh, einer dead noch. Let's go. Okay, da. Oh, let's go. Okay, bis jetzt ist der Modus gar nicht so schlecht, finde ich. Oh. Also ich muss sagen, das mit der Grafik gefällt mir eigentlich relativ, nur es ist halt low-key viel zu realistisch mit der Grafik. Also weiß ich jetzt nicht, ob das so gut für ein Kinderspiel ist, aber gefällt mir eigentlich. Ich möchte jetzt aber noch einen nice Snipe haben. Oh, da. Bruh. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Jo, oh nee, aber es war kein 200er. Oh, let's go, okay. Okay, overall würde ich sagen, dass die Map relativ gut ist, aber ich finde sie schon ein bisschen zu realistisch, auch mit dieser UEFN-Grafik noch, die so angepasst wurde, so extra in dieses Kriegsschema. Und ja, Leute, das soll es eigentlich mit dem Video gewesen sein. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr unterstützen. Tragt auch gerne meinen Creator-Code BrunoFerdi im Fortnite Item Shop an. Aber Leute, ich würde sagen, habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Mein Bizeps soll brennen, anstatt vor mir immer wegzurennen. Ich wollte das Ziel anvisieren und bin seitdem nur noch am Trainieren.